Ich habe innerhalb von 4 Monaten das Haus, kann man sagen, dahergeklebt, also mit viel Schmackes dahinter. Wo sind denn da die Schwierigkeiten dabei gewesen? Schwierigkeiten waren effektiv die kurze Zeit gewesen. In Melbourne natürlich auch immer wieder die wetterbedingten Unwegsamkeiten. Neben dem starken Schneefall und den grossen Schneemengen, die wir jetzt gekriegt haben, hat es uns vorher auch schon 4-mal reingeschneit. Und das Zweite, aufgrund dieser kurzen Zeit, hat man einfach eigentlich nicht die verschiedenen Gewerke nacheinander machen können, sondern mehr oder weniger alles miteinander. Und das gibt erfahrungsgemäß eine schwierige Baustelle. Trotzdem haben wir es geschafft. Also kann man sagen, in der letzten Minute noch, bevor die Saison da eröffnet. Jetzt, wenn man da ein bisschen umschaut, das ist ja alles ein bisschen grösser geworden. Was bietet jetzt das Restaurant Schneeflucht mehr als das alte? Also wir haben da wesentlich mehr Sitzplätze im Restaurant hinein und haben auch eine wesentlich größere Terrasse. Also wir können 80 plus 80 Leute an einem schönen Tag bedienen. Und vor allem denke ich, man friert im Restaurant Schneeflucht nicht mehr, weil es ein Neubau ist und das alte wirklich so baufällig war, dass es auch nicht mehr gelungen wäre, das auf eine gescheite Art und Weise zu renovieren. Christoph Frommelt, wir sehen da das neue Restaurant von Schneeflucht im Holzbau. Was für eine Herausforderung ist es für euch gesehen, der Bau da so zu machen, wie er jetzt da steht? Also für uns war eine Baustelle von den Extrem. Ich habe nie erlebt, dass in 2 Wochen eine Baubewilligung da ist, in 3 Wochen ein Eingriffsverfahren. Der Norman hat in 3 Tagen einen Plan geändert, eine neue Bauingabe gemacht und dann hat man das Gebäude in 4 Monaten erstellt. Wie ist es vorgegangen? Also was habt ihr da genau gemacht? Also habt ihr vor Ort zusammengebaut oder sind ihr schon da unten im Tal mit dem Zusammenbau beschäftigt gewesen? Also das ist der Vorteil von dieser Bauweise vom Holzelementbau. Der Baumeister hat das Fundament gefertigt und wir haben in der Halle die Elemente vorgefertigt. Die sind dann nachher in 3 Tagen ist quasi die Gebäudehülle gestanden. Also ihr habt die Elemente vom Tal da rauf transportiert, wenn ich das richtig verstanden. Das ist richtig und da ist das Tunnel immer ein bisschen eine Herausforderung, weil es einfach nicht so hoch ist.